gehört, Sie haben einen rasanten Zuwachs im Verband beim VdK. Enorme Zahlen. Das ist ein sehr erfolgreiches Zeichen für Sie und den Verband, aber ist es nicht auch ein schlechtes Zeichen für die betriebene Sozialpolitik, die herrscht? Ja, es gibt böse Zungen, die sagen, je schlechter die Sozialpolitik, umso höher der Zuwachs beim Sozialverband VdK. Das ist die eine Seite der Medaille. Das andere ist, wir haben natürlich auch immer komplexere Systeme. Also die rechtlichen Verhältnisse, beispielsweise wenn es um Rente geht oder Schwerbehinderung, die sind heute so komplex, dass sie ein normaler Bürger nur noch schwer selbst durchschaut. Und sozialrechtliche Fragen sind nicht unbedingt die Fragen, die Juristen sehr gerne und sehr kompetent machen. Das sage ich ein bisschen kritisch. Da braucht man Spezialisten. Und die haben wir. Und das ist ein Grund dafür, warum die Menschen uns vertrauen. Und die Gerichte und die Sozialinstitutionen auch. Weil die wissen, wir kommen mit Augenmaß und Kompetenz und versuchen, die Interessen unserer Mitglieder durchzusetzen. Jetzt war gestern der Neujahrsempfang der Linken. Oskar Lafontaine hat gesprochen, wie immer, Sie wissen das. Und sein Thema seit vielen Jahren ist die Rente in Österreich im Vergleich zur Rente in Deutschland. Er sagt, er fragt sich, warum wird das nicht hier genauso gemacht? Die Saarländer im Kabinett sollten sich mal anstrengen und gucken, dass wir das auch hinkriegen, oder? Ja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Der entscheidende Punkt ist, wir müssen nicht eine Mehrheit haben im Kabinett, sondern wir müssen eine Mehrheit haben in der Bevölkerung. Also wir brauchen eine andere Mehrheit im Deutschen Bundestag, dann ist sowas auch möglich. Auch Deutschland könnte sich das erlauben. Wir müssten natürlich dann die Verteilung etwas ändern. Aber in Österreich ist die Armut unter den Reichen nicht größer, weil die mehr Beiträge zahlen. Also insoweit ein Stück mehr Ausgleich in unserer Gesellschaft, glaube ich, würde der gesamten Gesellschaft, vor allem dem sozialen Frieden, auch dienen. Das ist langfristig vielleicht sogar die größte Herausforderung, die wir in unserer Gesellschaft haben. Ja. Also Sie unterstützen das voll und ganz? Wir werden das nicht von heute auf morgen erreichen, aber wir waren von Anfang an der Meinung, dass es im Grunde keine Logik macht, die Rente Stück um Stück zu senken. Man hat sie immer begründet mit der steigenden Zahl der Älteren und mit der sinkenden Zahl der Beschäftigten. Hat aber völlig ausgeblendet, dass es im Grunde weniger wichtig ist, wie viele Menschen arbeiten, sondern viel wichtiger ist, was die Menschen, die arbeiten, produzieren und welche Wertschöpfung sie betreiben. Und heute produzieren wir mit viel, viel weniger Menschen viel, viel mehr Wertschöpfung. Und wir müssen den Mehrwert verteilen. Das ist, manche sagen, eine alte sozialistische oder marxistische Position, aber das ist eine Erkenntnis der Volkswirtschaft. Und deswegen habe ich auch keine Scheu zu sagen, wir müssen das, was erwirtschaftet wird, einigermaßen gerecht verteilen. Und das ist die eigentliche Aufgabe der Zukunft. Ja, und da müssen sich dann auch alle dran beteiligen, weil Beamte und Unternehmer sind ja nicht dazu gezwungen. Es macht überhaupt keinen Sinn, keine Logik, außer die historische, dass ein Beamter, der mit 65 oder mit 67 in Ruhestand geht, um ein Vielfaches sich besser stellt als ein Angestellter. Es macht auch keinen Sinn, dass ein Freiberufler dadurch, dass nur die eben seinesgleichen in den Versorgungswerken sind und sie weniger gesundheitliche Risiken haben als eben die Bauarbeiter, dass sie auch höhere Altersversorgung haben bei geringeren Beiträgen. Das kann man nivellieren, ohne dass man die Gesellschaft zu einer Gleichmacherei hinzwingt. Also mehr Ausgleich, glaube ich, ist geboten.